Yo, yo, und nochmal yo. Jetzt wieder zurück bei Mass Effect. Ach du Scheiße, seht ihr auch? Entdeckt Geschützbatterie. Oh. Sehen Sie sich das an. Wie sehen die Bordgeschütze aus? Bestätige. Es handelt sich um die Angriffsbewaffnung eines äußerst leistungsfähigen Kriegsschiffes. Und sie sind alle auf die salarianische Arche gerichtet. Ich fürchte, wir haben ein Problem. Der Weg führt auf der anderen Seite des Raumes weiter. Oh. Wenn diese Geschütze losgehen, hängt die ganze Mission an einem seidenen Faden. Die Reliquie ist dann unsere geringste Sorge. Ach du Scheiße. Da kommen wir aber nicht mehr nach Hause, also zur Nexus. Oh, feier. Zumindest ist... Scheiße, die Tür wurde gerade verriegelt. Das ist nie im Leben ein Zufall. Augen auf. Ich sehe sie. Das ist ein Hinterhalt. Ja, ach. Erzähl mir, was Neues. Okay. Das droppt Harmonie. Ach, Scheiße. Okay. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Das ist ja nichts anderes übrig. Das sieht hässlich aus. Wir haben ein Problem. Das halten wir nicht mehr lange durch. Leider, wir sind da. Wir geben ihnen Deckung. Die Salarianer, da oben. Wir haben noch eine Chance. Breaker, wir nehmen jede Hilfe, die sie uns geben können. Ach du Scheiße, Mann! Ich hab einen Überblick! Ausschalten! Wow. Du hässlich. Wir brauchen Starfeuer bei Ihnen auf 11 Uhr! Leider, wir müssen uns zurückziehen! Wir haben Verwundete! Ja, macht es! Oh. Wir schaffen es jetzt allein! Wir haben uns gerettet! Ich muss mich mal im Putz decken. Was will ich? Der Raum ist riesig. Sie dürfen uns nicht zuvorkommen. Oh Mann. Die verdammten Dinger sind überall. Ja. Munition ist so niedrig, dann geht mal kurz nach unten. Sam, kannst du irgendwas tun? Ermutigende Worte sagen. Ich fürchte, die einzige Option ist wohl Gewalt. Ist das dein Ernst, Alter? Ermutigende Worte sagen. Ja, du wirst so auf dem Klo. Auf jeden Fall. Haben wir geschafft? Geil. Das war's. Das war knapp. Wenn Rakers Team nicht gekommen wäre. Ich würde sagen, wir schulden ihnen was. Ja. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Ich habe einen neuen Weg zu den Quartieren des Archons gefunden. Na dann, machen wir uns auf den Weg. Wahrscheinlich sucht das ganze Schiff nach uns. War doch ja nicht mal so schlecht das. Dann hat nämlich... Dann haben die Saleria da ein bisschen... Dann können sich die Salerianer quasi durchschleichen. Hier drüben! Raker!
Was ist los? Seldens Wunden waren tödlich. Das tut mir leid. Er war tapfer. Ich kann auf dieses Terminal nicht zugreifen. Es funktioniert nicht. Ryder, kann Sam diese Tür für uns öffnen? Moment. Ich muss die Sicherheitsmaßnahmen überbrücken. Raker, wir haben ein Riesenproblem. Haben Sie die Geschütze dort hinten gesehen? Ich weiß schon. Sie werden die Arche zerstören, bevor wir die Triebwerke hochfahren können. Außer... Außer was? Falls Sie eine Idee haben, ich bin ganz Ohr. Venro hier hat früher ÖLG-Antriebe auf Privatkreuzern repariert. Venro, ein EMP-Gerät? Könnte funktionieren. Wenn wir eins in der Nähe dieser Geschütze zur Detonation bringen, haben sie keine Energie mehr. Und die Arche wäre außer Gefahr. Was ist mit ihren vermissten Leuten? Ich suche weiter. Captain Hager und Venro beschäftigen sich mit dem EMP. Seien Sie alle vorsichtig. Viel Glück. Die Tür ist jetzt offen. Wir bleiben in Funkkontakt. Jo. Bis dahin müssen wir eine Reliquie finden. Sam. Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Wieso flüstern wir eigentlich noch? Weil wir uns auf ein feindliches Schiff schleichen. Dessen Besatzung allerdings längst weiß, dass wir hier sind. Naja, es ist eben schwer, alte Angewohnheiten abzulegen. Es wird geil. Ich spreche es ja nur ungern an. Aber wie viele Salarianer wären noch übrig, falls wir die Arche nicht retten? Nicht genug. Ihre komplette Spezies stünde vor dem Aussterben. Dann wüssten Sie, wie sich die Genophage angefühlt hat. Man muss auch immer auf alten Geschichten rumreiten, ne? Ist genauso wie alle Deutschen sind Nazis. Verdammt, sie machen es schon wieder! Sam? Es gibt eine Alternativroute. Ich überbrücke die Türsteuerung. Nein. Die CAT verstärken ihre Sicherheitsmaßnahmen. Scannen Sie das Zugangssteuerpult. Die Tür ist stimmgesteuert. Ich kann versuchen, ihre Stimmbänder zu modulieren und der Intonation der CAT anzugleichen. Okay. Das System fragt nach ihrer Autorisierung. Was möchten Sie antworten? Auf dem Schiff wurden Eindringlinge entdeckt. Wir müssen diesen Bereich sichern. Zugang gewährt. Das war unheimlich, wenn Sie mich fragen. Geil. Labor? Okay, wir sind definitiv vom Weg abgekommen. Halt mal. Übersetzt aus dem Donaiset. Bemerkenswerte Funde zur weiteren Untersuchung. Hoher Grundumsatz, sehr geringer Schlafbedarf, beschleunigte Denkprozesse und Gedächtnisfunktion, Schwächen, kurzer Lebensdauer, geringe Muskeln. Sieht nach einem Labor aus. Ich hasse die. Wie heißt du noch? Sie haben wohl gehört, dass ich das nicht mehr. Was machen die hier? Nichts Gutes, so wie es hier aussieht. Merkwürdig. Nur nützlich, wenn man was zu verbergen hat. Scheiße. Okay. Okay. Halt. Aufstiegskapsel. Oh, nee. Daten verdammten wir ja schon. Ah, der Scanner steckt schon wieder an. Aus Galle, Kanai. Eine Konsole?
Ach, hey. Setzen Sie sie weiter unter Druck! Die Waffen! Sie sind erledigt! Wer ist denn das gemacht, Drake? Es wäre leichter, wenn die Cat die Reliquie einfach übergeben würden. Dann könnten wir alle Munition sparen. Ja, wow. Das macht ja auch so viel Sinn. Als ob die... Eine Konsole? Okay. Ich glaube, wir haben die fehlenden... Die Kapsel ist leer. Verdammt. Nein, oder? Aufstieg. Diese ist ebenfalls leer. Sie sind alle leer. Was geht hier vor? Sind doch diese Aufstiegskapseln. Salarianer wurden einige Organe entnommen. Er scheint nach der Operation gestorben zu sein. Diese armen Kerle waren dabei am Leben. Wir sind für sie nicht mehr als Tiere, oder? DNA, die man erntet. Ich habe genug gesehen. Wir müssen die Reliquie finden und diese Monster ein für alle Mal aufhalten. Warte. Wir kommen hier nicht rein, so eine Scheiße. Hey, ich sehe dich da drin und ich werde dich finden und persönlich umlegen. Dreckskerl, du kannst dich nicht verstecken. So ein Dreck. Irgendjemand wird dafür bezahlen. Wie wär's mit denen, Mann? Die Bastarde! Wir sind keine Versuchstiere! Quartieren des Archons zu kommen, müssen sie einen anderen Weg durch die unverschlossene Tür nehmen. Na toll. Dann halt hier durch. Ryder, Vorsicht. Das ist eine Art Eindämmungsfeld. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Ich bin seit Jahrzehnten in die
diesen verlassenen Cluster. Umgeben von Amöben. Dann kommst du, ein Mensch, fähig, das Undenkbare zu tun. Du bist sogar mir entkommen. So ein unwahrscheinlicher Gegner. Es war beinahe erfrischend. Und doch ist es ein passendes Ende. Nicht bevor Sie tot sind. Ihre Experimente. Wir nennen so etwas unmenschlich. Und ich nenne es Fortschritt. Hey, lass das, du Arschloch! Eine erste Probe. Die Tests an dir beginnen jetzt. Ich werde dein Geheimnis erfahren. Bericht. Warte auf mein Eintreffen. Schon deine Kräfte, Mensch. Raker steckt in Schwierigkeiten. Genau wie wir. Sam, was kannst du mir sagen? Ich registriere einen biologischen Sender in ihrer Blutbahn. Versuche, ihn zu neutralisieren. Okay, das kann erst mal warten. Irgendeine Idee, wie wir hier rauskommen? Die Eindämmungsfelder reagieren nur auf lebende Materie. Wenn sie sterben, wird das Feld um sie herum abgeschaltet. Wie Sie wissen, kann ich dank unserer Verbindung ihre Vitalwerte verbessern, wenn es erforderlich ist. Ich kann auch das Gegenteil bewirken. Wenn du also meine Lebenszeichen abschaltest, mich tötest, verschwindet das Feld? Ja, anschließend würde ich versuchen, sie wiederzubeleben. Gibt es noch andere Optionen? Meiner Ansicht nach nicht. Alles klar, tun wir's. Nicht schon wieder. Kommen Sie ja zurück. Ich halte Ihr Herz an, jetzt. Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Oh oh. Keine Reaktion. Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Es hat offenbar geklappt. Selbstverständlich. Naja, schon klar. Sie sind soweit okay? Genau wie Sie, als Sie sich totgestellt hatten. Dann mal raus aus diesem Käfig. Es gibt einen Wartungsgang, der aus diesem Raum führt. Okay, dann muss es auch irgendwo einen Zugang geben. Ich gehe ihn suchen. Hier könnte es nützliche Infos geben. Wir sollten diesen Bereich durchsuchen, solange wir noch können. Woher kommt ihr? Aus einer anderen Galaxie. Wir nennen sie die Milchstraße. Warum bist du hergekommen? Wir sind Siedler, auf der Suche nach einer Heimat. Sagt die Wahrheit. Also, hören Sie mich! Wir haben hier die Zweikampfhallen dagegen sind. Wir sind keine Invasoren! Bitte! Beeindrucken uns wer nicht. Sind Sie überhaupt? Wir wollen Ihnen nichts tun! Wir... warten Sie! Nein! Ich kann Ihnen nichts sagen! Raker, bitte komm! Was ist los? Eine kleine Ablenkung! Captain Hager und Venro brauchen Zeit für den EMP! Ich melde mich! Ist das sicher, dass Sie kein Korganer-Blut haben? Oh, krass. Interessant. Aber eine Lüge und alles kann vorbei sein. Sie zerstören nichts, das Ihnen noch dienen kann. Gut gesagt. Alles dient mir. Vorher vielleicht. Aber jetzt hören Sie zu, wenn ich rede. Als ob der zuhört.
Sag mir, was du über Meridian weißt. Seid ihr deshalb hier? Meridian? Davon habe ich noch nie gehört. Wir sind gerade erst angekommen. Die Reise war lang und... Nochmal! Erzähl mir von Meridian! Wie gesagt, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich... Wie willst du mir dann dienen? Was haben Sie... Ah! Seziere dieses Exemplar nach Belieben. Ach, ist das ekelhaft, ey. Aufbewahrungstank. Läuft, ey. Gesagt, dieses Exemplar beansprucht einen Titel für sich. In meinem Volk bin ich als Moschei bekannt. Hier bist du nichts. Ich bin ihr Feind. Du erfüllst einen Zweck. Das ist alles. Nur deshalb bist du noch am Leben. Du wirst mir sagen, was du weißt. Oder du wirst leiden. Sind ja echt rosige Aussichten. Achso, hier waren wir ja schon. Le Wartungstunnel. Das Nützlichste an diesen Salarianern sind ihre kognitiven Fähigkeiten. Ihre Gedankenprozesse laufen viel schneller ab als die der anderen. Sie sind klug und verfügen über eine Gerissenheit, die man nutzen könnte. Es ist allerdings noch viel Arbeit, die entsprechenden genetischen Marker zu isolieren. Zum Glück haben wir keinen Mangel an Exemplaren. So ein hässlicher Bastard, ey. Datenpad. Suche nach Exemplaren. Ah schon, wie sie befohlen haben, wurden Suchteams losgeschickt, um weitere Exemplare aus der Milchstraße zu finden. Die Salarianer behaupten, es gäbe noch weitere Spezies. Weitere Spezien? Menschen, Turianer, Krogane und Asari. Wir sind dabei, Mitglieder aller Spezien für Studienzwecke und letztendlich den Aufstieg zu sammeln. Ich hab's doch gewusst, Alter. Auch die werden gegen ihren Willen... Diese Turianer verfügen über ein nützliches Exoskelett, das unter lebensfeindlichen Bedingungen von Vorteil sein könnte. Noch interessanter ist ihre intrinsische Disziplin. Sie halten sich an militärische Ordnung. Ein sinnvolles Merkmal, um für Gehorsam zu sorgen. Für weitere Studien sind zusätzliche Exemplare erforderlich. Hier haben wir nichts weiter. Ach, und hier Asari. Diejenigen, die sie Asari nennen, pflanzen sich mit einer Mischung aus Biologie, Gedanken und Erinnerungen fort. Sie nehmen sich von einer Spezies, was sie brauchen, wie es auch sein sollte. Man darf die Fortpflanzung nicht dem Zufall überlassen. Die überlegene Rasse herrscht. Bist du und doch tun diese Asari so, als wäre es anders. Sie nennen es Verschmelzung. Ein Umarmen der Ewigkeit. Die Biologie hat keine Verwendung für Poesie. Letztlich sind wohl ihre biotischen Fähigkeiten das Nützlichste an ihnen. Unter den neuen Exemplaren sind die Menschen die verwirrendsten. Sie verfügen über eine größere emotionale Bandbreite als die anderen. Ihre Unberechenbarkeit macht sie gefährlich. Aber wenn es gelänge, die Wurzel ihrer Leidenschaften zu isolieren, wir müssen einen herausragenden Vertreter ihrer Art identifizieren und für weitere Studien einfangen. Die Kroganer sind ein primitives Volk. Das könnte nützlich sein. Redundante Organe und ein ungebremstes Temperament. Zum Töten geboren. Sogar die anderen Exemplare haben Angst vor ihnen. Um die Population der Kroganer zu begrenzen, wurde ihnen absichtlich ein genetischer Fehler eingesetzt. Aber ich weiß nicht. Ohne diesen Defekt
wären sie möglicherweise nicht aufzuhalten. Huhu. Okay, das hat irgendwas bewirkt. Sehen wir uns mal um. Alter Schwede, ey. Da kann man nur hoffen, falls es doch Aliens da draußen gibt, dass die nicht auch so ekelhaft sind wie die hier. Alles klar, hier lang. Ich muss so gleich auf Toilette. Ich werde doch jetzt sehen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ist da schon wieder fast eine halbe Stunde vorbei, ne? Also schaltet wieder ein, wenn es heißt Rider rettet die Welt. Universum. Ja. Haut rein. Bis dann. Tschüss.